zum Thema. Und zwar muss ich dieses Bild irgendwie in ein Flugzeug kriegen. Ich habe mir Tutorials auf YouTube angeguckt. Ich weiß also ganz genau, was ich hier mache. So. Dann in Berlin in ein Rahmengeschäft gehen und es wieder aufspannen lassen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das so ein Thema ist, wo man immer sagt, ja, ich muss das mal noch neu bespannen lassen. Und man macht es aber nie. Sehe ich hohes Potenzial. Wir gehen heute in ein Clay-Café und ich freue mich schon so, so doll. Das ist so ein Töpferstudio, wo aber schon alles fertig getöpfert ist und man es einfach nur noch anmalen muss. Ich freue mich total, ich liebe sowas. Kurz zur Location, ich bin mittlerweile nicht mehr in Costa Rica, sondern in Cape Town. Es ist so unfassbar schön hier und wir sind hier auch noch für, ich glaube, fast 5 Wochen, was ich ganz, ganz toll finde. Und wir sind hier wirklich in einem unfassbar schönen Haus. Wir sind insgesamt, ich glaube, 12 Leute. Es sind auch 2 Kinder mit dabei und es sind so ein bisschen Family and Friends von Josefs Brüdern und so. Auf jeden Fall ist es voll die nice Gruppe. Ich weiß nicht, wie schlau dieses Outfit ist, wenn man in einen Clay-Café geht, aber manchmal suche ich das Risiko auch einfach. Leider gestern nicht geschafft, meinen Teller fertig zu machen. Das heißt, ich werde den nächsten Tag auf jeden Fall nochmal hin. Ich bin auch schwer in Versuchung, noch eine Tasse, noch einen Teller und noch eine Schüssel oder so zu bemalen. Die brauchen allerdings auch 3 Wochen, um das zu brennen. Das heißt, ich kann eigentlich nur noch in den nächsten 2 Tagen was machen, weil alles, was ich danach mache, können die nicht mehr brennen. Bisschen doof. Jedenfalls werde ich jetzt endlich mal ein bisschen was für die Uni machen. Ich muss nämlich noch was für meinen Adobe After Effects Kurs machen. Das ist einfach so ein Online-Tutorial. Let's go! Ich fange langsam an zu verstehen, wofür Adobe After Effects nice ist und ich glaube, ich werde es in Zukunft noch echt oft nutzen. Man kann einfach so easy so grafische Effekte und Animationen machen. Ich zeige euch kurz, was ich meine. Ich habe jetzt hier einfach mal eine Form gezeichnet und dann ändere ich die ab und dann macht Adobe After Effects quasi diese Transition zwischen meinen beiden Formen und dadurch entstehen, finde ich, so easy nice Effekte. Ich bin auf jeden Fall noch gespannt, was ich daraus noch so alles machen kann. Also ich habe jetzt gerade diese unfassbar hässliche Zugfahrt erstellt. Ja, so stylische Sachen kann man da machen. Ich fahre jetzt ins Clay-Café, um meinen Teller fertig zu machen und ich habe eine richtig nice Idee für eine Illustration und auch eine Illustration, die ich unbedingt auf eine Tasse raufmalen will. Ich bin sehr excited und deswegen geht's jetzt los.
guten Morgen. Ich glaube, es ist noch nicht mal 8 Uhr, aber ich fahre jetzt in ein kleines Café. Wir haben nämlich heute für den ganzen Tag richtig viel geplant, weil Jenny Geburtstag hat, also eine aus unserem Haus. Aber ich wollte unbedingt noch diese eine Illustration wenigstens anfangen und deswegen fahre ich jetzt einfach in den Café, dachte ich mir. Der Schaltknüppel ist einfach links. Das ist zu viel für morgens um 8 Uhr. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich sollte es nochmal digital malen. Ich finde diesen Kugelschreiber-Look ehrlich gesagt nicht so nice. Ich hätte vielleicht auch einen Fineliner nehmen sollen. Es sieht auf jeden Fall nicht so aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Es ist mir ein bisschen zu messy geworden irgendwie. Okay, ich mache es nochmal digital, es geht ja schnell. Ich habe jetzt auch echt lange an diesem Bild weitergearbeitet und habe echt nochmal richtig viel abgeändert, aber dafür gefällt mir das Ergebnis jetzt auch immerhin einigermaßen. Ich habe mich wieder so krass verzettelt. Ich hätte sehr Lust, jetzt die Keramiktasse quasi passend zu dieser Illustration zu machen, dass es quasi so ein bisschen zusammengehört. Ich bin sehr gespannt, ob mir das gelingt. Schreibt mir sehr gerne, wie ihr diesen Vlog fandet und was ihr von meiner Keramikphase haltet. Soll ich das noch weiter ausbauen oder soll ich es jetzt lieber beenden, wo ich noch kann? Dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche Dienstag. Tschüss! Anda, balca, esa. Da bien.